Ich sehe am Monitor schon Dr. Christian Dürnberger. Und hallo. Ich glaube, ich höre ihn jetzt auch schon. Jawohl. Ja. Freut mich sehr. Schönen guten Tag aus Salzburg. Aus Salzburg. Liebe Grüße nach Salzburg aus Kirchdorf an der Krems. Dr. Dürnberger, vielen Dank, dass wir es so möglich gemacht haben, heute diesen Vortrag mit hereinzuholen, so wie geplant auch. Ich freue mich sehr. Ich darf noch ganz kurz den Bogen spannen, bevor ich schon Ihnen ganz die Bühne überlasse. Der Bogen zu unserem zweiten Wissensforum im letzten Jahr ist Hannes Reuer. Er war unser Keynote-Speaker beim letzten Jahr. Dann habe ich seinen Podcast immer verfolgt, seinen Landschaft-Leben-Podcast. Und dann habe ich die Folge gehört, wo Sie zu Gast waren und zum Franz Edlinger gesagt, ich wünsche mir den Dr. Dürnberger als nächsten Keynote-Speaker bei unserem Wissensforum. Und da sind wir heute und das freut mich ganz besonders. Ganz kurz nur zur Vorstellung. Dr. Christian Dürnberger ist Philosoph und Kommunikationswissenschaftler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Messerli-Forschungsinstitut, Abteilung Ethik an der WedMed-Uni Vienna. Euer Referent und Autor zu landwirtschaftlichen Themen und Bauernsohn. Und wie ich aus dem Podcast auch weiß, ganz viele Vorträge vor Bäuerinnen und Bauern. Und ich bin sehr gespannt auf Ihre Keynote, auf Ihre Rede zum Thema Tierwohl, Klima, Lebensmittel, die Landwirtschaft zwischen Verantwortung und Überforderung. Bitte. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, für die freundliche Anmoderation. Ich kann heute leider nicht, in Schlierbach sowieso nicht, aber auch nicht in Kirchdorf sein, weil wir mehrere Corona-Fälle im Haus haben, aber ich fühle mich noch zumindest gesund genug, die Kino zu halten. Ich freue mich sehr, Sie haben es in der Anmoderation gehört, ich habe Philosophie studiert und ich sage an dieser Stelle immer ganz gerne, vielleicht verstehen wir uns trotzdem, weil ich weiß, wie Philosophen auf Menschen wirken. Wir sind die, die auf die einfachen Fragen des Lebens komplizierte Antworten geben, manchmal so kompliziert, dass die Leute sagen, also wenn das deine Antwort ist, hätte ich gerne meine Frage zurück. Ich werde mich bemühen, keinen fachphilosophischen Vortrag zu halten, sondern, soweit es mir möglich ist, allgemein verständlich über das große Ganze. Ich werde nicht fokussieren auf Nachhaltigkeit, ich werde nicht fokussieren auf Lebensmittelproduktion, sondern über das große Ganze Landwirtschaft und Gesellschaft, was bedeutet Landwirtschaft in der heutigen Zeit, nachzudenken. So sehe ich meine Aufgabe. Das heißt, vieles von dem, was ich jetzt ansprechen werde, haben Sie heute gewissermaßen wahrscheinlich schon in anderen Worten gehört. Ich bin der Ausschmeißer. Ich mache nochmal das große Ganze zum Thema und wiederhole ein paar Aspekte aus meinem Blickwinkel. Gut, damit gehen wir es auch schon an. Wenn, ja, doch, es funktioniert. Sie haben es gehört, ich arbeite im Bereich Ethik und die Leute haben unter Ethik gewisse Vorstellungen. Ethik, das sind die, die uns sagen, was ist moralisch richtig. Das ist nicht mein Ansatz, das nennt man die normative Ethik. Man kann unter Ethik verstehen, das Predigen oder das Kommunizieren moralischer Gewissheiten, du musst das so machen und nicht anders, sonst bist du unmoralisch. Das ist nicht mein Ansatz. Ich bin eher jemand, der einen deskriptiven Ethikansatz vertritt, zumindest in meinen Arbeiten. Das heißt, ich beschreibe eher Konflikte und ich versuche, über moralische Ungewissheiten vernünftig nachzudenken. Das heißt, ich möchte nicht predigen, was ist richtig, sondern ich möchte moralische Konflikte besser verstehen. Und wenn wir über moralische Konflikte sprechen, dann ist es nicht mehr weit bis zur Landwirtschaft. Warum? Weil die Landwirtschaft umstritten ist. Wahrscheinlich so umstritten wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Woran merken wir das? Regelmäßig schaffen es landwirtschaftliche Themen auf die Titelseiten. Sie sehen hier Beispiele und Sie wissen es, auf der Titelseite zu sein, ist nie gut. Wo die Landwirtschaft die Umwelt bedroht, die Rache aus dem Stall, wie uns die Fleischindustrie krank macht. Woran merken wir noch, dass die Landwirtschaft umstritten ist? Naja, wo neue Ställe geplant werden, was passiert dort? Dort bricht pure Euphorie aus, die Leute sagen, endlich geht was weiter, Ernährungssicherheit nicht ganz. Dort organisiert sich in der Zwischenzeit mittlerweile regelmäßig Protest. Wutbürger gegen Schweinestall als ein Beispiel. Und dieses Beispiel ist nicht zufällig gewählt, weil die Studien relativ deutlich zeigen, dass die Schweinehaltung zurzeit eigentlich das schlechteste Image hat. Derartige Proteste sind in Deutschland wahrscheinlich noch weit üblicher und heftiger, vor allem in Norddeutschland als bei uns in Österreich. Aber auch in Österreich nimmt das zu. Woran merken wir noch, dass die Landwirtschaft umstritten ist? Viele Konflikte sind auch regionaler Natur. Landwirtschaft versus Anwohner. Ja, Menschen auf dem Land stinkt die Landwirtschaft immer mehr. Fliegenplage, Lärm, Staub, Geruch. Ja, muss denn der Bauer ausgerechnet jetzt mit seinem Traktor da fahren, während ich Grillparty feiere? Sie kennen diese Debatten
Und auch das sind relativ neue Debatten. Die gab es so vor 100 Jahren nicht in dieser Intensität. Nicht nur die Nutztierhaltung ist umstritten, sondern auch der Ackerbau. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, wenn man sich anschaut, wie umstritten die Nutztierhaltung ist. Und auf die werde ich gleich fokussieren. Dann könnte man ja meinen, der Ackerbau spürt starken gesellschaftlichen Rückenwind. Er tut es nicht, meiner Meinung nach. Denken Sie an Gentechnik, denken Sie an Genome Editing, denken Sie an Glyphosat, das Krebs-Rundum-Paket, viele Bauern als Glyphosat-Junkies etc. Aber, wie soeben erwähnt, besonders im Fokus der Debatte sehe ich gegenwärtig die Nutztierhaltung. Denken Sie an Richard David Brecht, der Name sagt Ihnen wahrscheinlich etwas, ein Philosoph, oft in den deutschen Medien anzutreffen. Und Brecht hat ein Buch geschrieben, das heißt Tiere denken. Und da kommt er auf den letzten Seiten zu einer These. Da sagt er, ja klar, wird es in einem Land wie Deutschland in einigen Jahrzehnten noch Schlachthöfe geben. 3 oder 4 als Gedenkstätten. Da werden wir die Kinder durchführen und ihnen zeigen, welche Grausamkeit wir viele, viele Jahrhunderte den Tieren angetan haben. Und daran merken Sie schon, Sie erkennen natürlich die Metapher, die Parallele, die er hier zu ziehen versucht. Und Sie merken daran auch, dass in Debatten rund um Landwirtschaft und Nutztierhaltung im Besonderen Pfeffer drin ist. Da prallen unterschiedliche moralische Wertüberzeugungen aufeinander. Nach dem Gesagten stellt sich der Eindruck ein, wir haben da eine Front. Wir haben Landwirtschaft auf der einen Seite und die Gesellschaft auf der anderen Seite. Und ich glaube, in manchen Augenblicken, in manchen Stunden ist das auch so. Und dann stimmt vielleicht auch in manchen Stunden und Augenblicken die Definition, die ich mal auf Twitter gefunden habe, Landwirtschaftssubstantiv, die Kunst, Geld zu verlieren, während man 400 Stunden pro Monat arbeitet, um Menschen zu ernähren, die denken, dass man sie vergiften will. Sie sehen auch, wie Menschen, wie Bauern dann oft damit umgehen, mit ein bisschen Galgenhumor, mit Zynismus und Sarkasmus. Aber ich glaube, an manchen Tagen ist an dieser Definition wahrscheinlich aus Sicht von Bauern und Bäuerinnen durchaus etwas dran. Damit stellt sich natürlich die Frage, warum ist das eigentlich so? Wir können es ja zuspitzen. Wir diskutieren heute über Landwirtschaft anders als zu Zeiten meines Urgroßvaters, als der noch Bauer war. Warum? Und ich hätte jetzt gerne, ich kann es ja nicht persönlich fragen und auch den Chat, das machen wir jetzt nicht, dafür haben wir keine Zeit, aber ich werde jetzt ganz kurz meine Klappe halten. Ich hätte gern, dass Sie sich ein paar Augenblicke in Stille überlegen, warum das so ist. Und vielleicht bleiben Sie nicht bei einem Grund stehen, sondern überlegen Sie sich kurz 3. Okay? Also jetzt friert der Stream nicht ein, sondern ich halte 15 Sekunden die Klappe. So, ich gehe davon aus, dass Sie extrem schnell im Denken sind. Warum ist das so? Der erste Grund, unterstelle ich jetzt Ihnen mal, der Ihnen allen eingefallen ist, ist dieser hier. Wir sind satt. Und tatsächlich ist das ein Game-Changing-Moment, wie die Amerikaner sagen würden. Wo Menschen satt sind, bekommen sie Hunger auf andere Werte. Da ändert sich alles. Meine Kinder kennen Hunger nur aus dem Märchen. Ich übrigens auch. Das ist natürlich, damit wird die Perspektive auf Landwirtschaft eine andere. Jetzt kann man die Frage stellen. Sie sehen das hier, ihr seid zu satt. Ein Demoschild von einer Demonstration in Berlin, von einer Bäuerin. Darunter steht Wohlstandsgesellschaft. Ja? Das ist doch eine Wohlstandsgesellschaftsdebatte. Und jetzt kann man die Frage stellen, ist eigentlich die Diskussion und die Forderung rund um Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima, Tierschutz, ist das eigentlich eine Wohlstandsdebatte? Und meine Antwort wäre ja. Das ist glasklar eine Wohlstandsdebatte, denn wenn Sie jetzt aus Ihrem Fenster blicken und da draußen, würde eine Hungersnot nach der anderen über unseren wunderbaren Kontinent schwappen. Dann würde man nicht überlegen, wie viel Quadratmeter ein Schwein im Stall zur Verfügung hat. Das wäre nicht unser dringendstes Problem. Insofern, ja, es ist gewissermaßen eine Wohlstandsdebatte. Aber, dieses Aber ist wichtig, wenn Sie jetzt nochmal aus dem Fenster schauen, dann blicken Sie auf eine Überflussgesellschaft. Sie blicken auf keine Mangelgesellschaft. Wir haben diesen Wohlstand erreicht. Und wo wir diesen Wohlstand erreicht haben, dort kippt die Debatte rund um Umwelt, Klima, Tierschutz aus einer Debatte, die man führen könnte, in eine hochnotwendige Debatte aus Sicht der allermeisten Menschen und auch aus meiner Sicht. Das heißt, Wohlstandsgesellschaft, den Begriff kann man verwenden,
Weil es braucht einen gewissen Wohlstand, um diese Debatten zu führen. Aber man sollte den Begriff nicht so verwenden mit, das ist bloß Luxus, ne? Das ist schwachsinnig, über das müsste man gar nicht nachdenken. Wir müssen drüber nachdenken. Gut. Klimakrise wurde angesprochen in der Nachhaltigkeitstalks zuvor. Ganz kurz. Wir haben andere Probleme als die Menschen vor 100 Jahren, zum Beispiel Klimakrise. Wir wissen darum, dass uns das wahrscheinlich hart treffen wird und wo neue Probleme entstehen, dort entstehen neue Werte. Ich unterstelle mal, dass Ihnen auch dieser Gedanke gekommen ist, gesellschaftliche Entfremdung. Wir haben immer weniger Menschen, die unmittelbar mit der Landwirtschaft in Kontakt kommen und das macht etwas mit uns. Der Wissensstand wird geringer und das, was wir aus eigener Anschauung kennen und was wir aus unserer Kindheit kennen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das halten wir für normaler und mit Blick auf Kindheit, das nostalgisieren wir ein Stück weit. Das haben ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht mehr. Keine unmittelbaren Kontakte, keine Nostalgisierungstendenzen. Vierter Grund, keine Sorge, jetzt kommen nur 46. Nicht nur die Gesellschaft ist eine andere geworden, sondern auch die Landwirtschaft. Auch das macht etwas mit der Debatte. Denken Sie an die Betriebsgrößen. Ja, wir haben heute mehr Technikeinsatz, wir haben mehr Tiere pro Betrieb, wir haben weniger Betriebe. Also auch die Landwirtschaft ist eine andere geworden. Und der letzte Punkt, den ich gerne nennen würde, und ich unterstelle Ihnen, dass er nicht unter Ihren Top 3 waren. Sie können dann gerne im Chat sagen, Dürnberger, völliger Schwachsinn. Wir wissen heute mehr über Tiere als vor 100 Jahren. Wir können gar nicht mehr so tun, als würden wir das nicht wissen. Denken Sie an diese Beispiele, da gibt es wunderschöne Studien. Da schaut man sich an, können Schweine eigentlich lernen, auf bestimmte Namen zu hören? Also, dass wir den Namen eines Schweins rufen und es kommt nur das eine Schwein her, dem wir den Namen gegeben haben. Also wie ein Hund gewissermaßen. Von 40 Schweinen in dieser Studie, die ich kenne, haben 39 es gelernt. Das 40. Schwein war taub. Das wusste man aber zu Beginn nicht. Und das macht etwas mit uns als Gesellschaft. Wenn wir das in der Zeitung lesen und wir erfahren, oh, Schweine sind so klug, wie wir eigentlich denken, dass nur Hunde sind. Ja? Auch das verändert unseren Blick auf Landwirtschaft. Das ist keine erschöpfende Liste, wohlgemerkt, sehr geehrte Damen und Herren, sondern das sind jetzt mal die 5 wichtigsten Gründe, die mir so einfallen würden, warum wir heute über Landwirtschaft anders reden als zu Zeiten meines Urgroßvaters. Die Liste kann man aber sicher noch mit ganz, ganz wichtigen Aspekten ergänzen. Jetzt habe ich zuvor gesagt, Landwirtschaft gegen Gesellschaft, da ist eine Front. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, nur die eine Seite der Medaille. Es gibt durchaus auch vielfach Wertschätzung für die Landwirtschaft. Denken Sie an Umfragen. Wenn wir Leute fragen, was ist ein wirklich wichtiger Beruf, dann sind die Bauern, Bäuerinnen meistens unter den ersten dreien. Arzt, Lehrer, Bauer. Und wo gibt es noch Wertschätzung? Naja, an einem der wichtigsten Orte einer modernen Zivilisation, das ist der Supermarkt. Das heißt, es wird zwar diskutiert, kritisiert, sich moralisch empört über viele Nahrungsmittel, die besonders jetzt am Pranger stehen, denken Sie an Fleisch. Aber am Ende des Tages kaufen die allermeisten Menschen in einem Land wie Österreich auch tierische Produkte. Und ich habe da hingeschrieben, gerne, weil ich nehme mal an, Sie machen es gerne, weil warum sollten Sie es sonst tun? Das heißt, wir müssen unterscheiden, wie wir als Gesellschaft Diskurse führen und wie wir dann handeln. Das hat natürlich was miteinander zu tun, man muss das auch ernst nehmen, aber es ist auf alle Fälle nicht deckungsgleich. Denken Sie an das Beispiel Veganismus. Wenn Sie heute Veganismus in den Medien verfolgen, müssen Sie den Eindruck haben, naja, eigentlich müssen das ja 60-70% der Österreicher vegan leben. Es sind dann doch deutlich weniger. Ich spitze das immer sehr, sehr polemisch zu. Bitte nicht falsch verstehen, liebe Veganer, liebe Veganerinnen. Es gibt Hurricane Harvey in den USA vor einigen Jahren. War ein Hurricane. Was machen die Leute? Hamsterkäufe. Und aus dieser Zeit gibt es ein schönes Bild aus dem Supermarkt. Ich übersetze es gleich. Nicht mal während der Katastrophe kaufen die Menschen vegane Produkte. Sie sehen es, links ist alles leer gekauft, rechts ist alles leer gekauft. Und ich sage es mal diplomatisch, die veganen Produkte sind sehr stabil im Sortiment verblieben. Allerdings, wichtiger Hinweis, das sind vegane Produkte der ersten Generation. Die haben geschmacklich viele Menschen nicht überzeugt. Das muss bei veganen Produkten der zweiten Generation nicht so sein. Das wird spannend sein. Gut, so, wenn Sie nicht zugehört haben, wachen Sie kurz auf. Jetzt kommt nämlich irgendwie eine Art Zusammenfassung auf. Wenn die Landwirtschaft umstritten ist, dann ist die nächste Frage watschen einfach. Ja, was wollen denn die Leute? Was erwarten sich die Bürgerinnen und Bürger eigentlich von der Landwirtschaft? Und da können wir jetzt lange diskutieren, ich mache es mir aber ganz, ganz einfach.
Ich schaue eine der großen Studien an, Eurobarometer-Studien. Da sind 30.000, 40.000 Menschen in ganz Europa, die befragt werden und sie sehen, ja, es geht natürlich um sichere, gesunde Nahrungsmittel, aber auf Platz 2 ist schon Tierwohl. Auf Platz 3 ist Umwelt- und Klimaschutz, das, was man eigentlich mit Nachhaltigkeit dann oft zusammenfasst. Wirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplätze im ländlichen Raum, stabile Versorgung etc. Aber Sie sehen die ersten 3 Punkte. Es geht um Essen, es geht um Werte. Was zeigen uns die Antworten? Sie zeigen eine Vielfalt der Erwartungen. Das heißt, von Landwirtschaft wird mittlerweile weit mehr erwartet, als bloß Nahrungsmittel bereitzustellen. Und über diese Vielfalt der Erwartungen kann ich klagen, kann ich jammern. Das meine ich jetzt gar nicht zynisch. Ich kann als Bäuerin sagen, ja, was wollen denn die Leute noch alles von mir? Jetzt liefere ich schon Spitzenprodukte zu absoluten Spottpreisen und jetzt soll ich denen noch das Klima retten. Aber diese Vielfalt der Erwartungen kann ich natürlich auch positiv zum Thema machen. Diese Vielfalt der Erwartungen gibt es nämlich nur aus einem einzigen Grund. Weil Landwirtschaft erfolgreich war und erfolgreich ist. Wo Landwirtschaft nicht erfolgreich ist, da geht es um Essen, Essen und um Essen. Das heißt, diese Vielfalt der Erwartungshaltung ist auch ein gutes Zeugnis, das man der Landwirtschaft in den letzten 100 Jahren ausgestellt hat. Und wir sehen natürlich die Werte, die den Menschen grundsätzlich wichtig werden, Umweltschutz, Klimaschutz, Tierschutz, die erwarten sie auch von der Landwirtschaft. Ich möchte da ganz kurz auf etwas eingehen, was Mario zuvor im Interview gesagt hat, weil dieser Gedanke in der Philosophie betont wird. Hans Jonas, großer Philosoph der Nachhaltigkeit, der würde sagen, bei Nachhaltigkeit, das ist einmal ein ethischer Wert. Klar kommt er aus der Forstwirtschaft, aber so wie wir ihn heute verwenden, ist es eine Wertvorstellung. Was steckt in Nachhaltigkeit drinnen? Wir hätten gerne, dass zukünftig lebende Generationen auf diesem Planeten noch ein Leben führen können, das ein gelingendes und gutes Leben ist. Das steckt in Nachhaltigkeit drinnen. Und Mario hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Jonas sagt, da geht es nicht nur um die eigenen Kinder. Weil für die eigenen Kinder sorgt eigentlich fast jeder Mensch, wenn er normal empathisch ist. Ja? Und für die eigenen Kinder wünscht man sich sowieso das Beste. Jonas sagt, wir müssen das aber auch hinbekommen mit Blick auf Menschen, die in 200 Jahren auf diesem Planeten leben. Und dann haben wir keine emotionale Nähe. Dann fällt es uns verdammt schwer, uns dafür zu motivieren, auch an die zu denken. Gut, das nur nebenbei. Ich möchte jetzt aber nicht so sehr über Umwelt- und Klimaschutz mit Ihnen sprechen, sondern Sie sehen es eingekringelt. Ich glaube, dass man am Thema Tierwohl ganz, ganz vieles ablesen kann, was grundsätzlich die Gegenüberstellung, das Miteinander von Gesellschaft und Nahrungsmittelproduktion, von Gesellschaft und Landwirtschaft betrifft. Das heißt, ich glaube, man kann beim Thema Tierwohl auch Aspekte ablesen, die zum Beispiel den Ackerbau betreffen, wenn man es dann parallelisiert. Ich habe jetzt hier mal 3 Thesen rausgegriffen. Vielleicht mache ich aber noch eine 4. vorbereitet, hätte ich sie. Mal schauen, wie es mit der Zeit ausschaut. Ich habe noch ungefähr, glaube ich, 4 Stunden. Gut, nein, 30 Minuten, liebe Leute. Also erste These. Was man am Thema Tierwohl sieht, die Ansprüche steigen. Was früher genügte, ist heute vielen zu wenig. Und jetzt würde ich gern mit Ihnen ein bisschen Tierethik machen. Ja? Nur 2, 3 Slides, Sie werden es überleben. Welche Frage stellt die Tierethik? Die fragt, welchen moralischen Umgang schulden wir einem Tier? Darf ich mit einem Tier alles machen, was ich will? Oder gibt es da Grenzen, die uns die Moral setzt? Okay? Gibt es 1000 verschiedene Antworten. Ich fasse mal 4 ganz grob zusammen. Sie können jetzt sagen, Dürnberger, ein Tier ist für mich ein Ding, ist ein Gegenstand. Wenn dieses Tier, dieser Gegenstand mir gehört, dann darf ich mit diesem Tier machen, was ich möchte. Ich nehme mal an, dass die meisten von Ihnen da ein moralisches Unwohlsein in ihrem Bauchgefühl empfinden, weil man sagt, na, Tier ist doch kein Ding. Wir sollten aber nicht vergessen, dass es mitunter die klügsten Köpfe ihrer Zeit waren. Denken Sie an René Descartes, der vor wenigen 100 Jahren ganz, ganz ähnlich argumentiert hat. Der gesagt hat, na, Tiere fühlen doch keinen Schmerz. Sind sowas wie Maschinen. Wenn die schreien, die haben keine Schmerzen, sondern es ist wie wenn ein Zahnrad in einer Maschine quietscht, weil es nicht gut genug geölt ist. Das kommt uns heute absurd vor. Aber wir müssen natürlich darauf hinweisen, viele, viele Menschen argumentieren heute mit dem Hinweis auf diesen Irrtum. Die sagen, Schatz, die gescheitsten Menschen und die ganze Gesellschaft lag vor 500 Jahren völlig falsch. Und wir liegen heute völlig falsch. Also da taucht dieses Argument wieder auf. Also ein Tier ist kein Ding, würde ich mal behaupten. Da können wir nicht mitgehen. Was ist ein Tier auf alle Fälle? Es ist eine leidensfähige Kreatur.
Richtig? Ja. Ich würde sagen, ein Schwein tut nicht so, eine Kuh tut nicht so, als würde es Schmerzen haben, sondern die haben wirklich Schmerzen. Wenn wir jetzt sagen, Tiere sind leidensfähige Kreaturen, dann ist der moralische Imperativ, wenn man es ein bisschen hochgestochen zu sagen, also das, was wir machen sollen, um moralisch zu handeln, wieder watschen einfach. Keine Tierquälerei, das Tier soll nicht leiden, schauen wir, dass es gesund ist. Okay? Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, haben Sie ein gutes Leben? Und Sie sagen zu mir, Christian, ich habe keine akuten Schmerzen. Dann werde ich mir denken, na, da ist schon noch Luft nach oben, was ein gutes, gelingendes Leben auszeichnet. Da gehört doch mehr dazu. Und genau diese Argumentationsfigur wird mit Blick auf Tiere in den letzten Jahrzehnten immer stärker übertragen. Also man sagt, ja klar, idealerweise hat das Schwein, die Kuh, das Schaf nicht permanent akute Schmerzen. Aber zu einem guten Leben gehört mehr dazu. Wollen Tiere nicht mehr als kein Leid erfahren? Und damit sind wir bei der Frage, was ist ein gutes Leben von einem Tier? Wir wissen es nicht, aber wir können darüber nachdenken. Und es gibt da Animal Welfare Disziplinen, Wissenschaften, die da sehr, sehr spannende Ergebnisse haben. Zum Beispiel, kann ein Tier Sozialverhalten ausleben oder nicht? Oder jetzt wissen wir, Schweine sind klug und neugierig. Kann sich ein Schwein in einem Stall irgendwie beschäftigen oder ist das völlig reizarm und fad? Das führt nicht zu akuten Schmerzen, wenn das nicht der Fall ist. Aber es wird zu einem guten Leben vielleicht dazugehören. Ja, Sie sehen da das Argument. Das heißt, hier sind wir im Bereich Tierwohl. Sie können diesen Begriff vielleicht nicht mehr hören, aber er ist natürlich wichtig. Mit Blick auf die Neuausrichtung der Landwirtschaft, die vielen Menschen vorschwebt und leider auch mit Blick auf die Werbung. Vielleicht ganz kurz, es gibt in den Animal Welfare Sciences Versuche natürlich, Tierwohl dann zu operationalisieren. Weil sonst kann ja unter Tierwohl alles verstanden werden. Und ich habe Ihnen hier die fünf Freiheiten mitgebracht. Das ist eine fast schon antike Definition von Tierwohl. Also es ist mehrere Jahrzehnte alt und da gibt es viele Weiterentwicklungen. Aber die fünf Freiheiten sind trotzdem noch immer gut, weil sie sehr, sehr kurz und bündig zeigen, dass in Tierwohl mehr drinnen steckt als Tierschutz. Tierschutz würde bedeuten, schau mal Freiheit Nummer 3, das Tier soll frei sein von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten. Das ist so der Kerngedanke von Tierschutz gewesen. Tierwohl geht weiter, schauen Sie auf Freiheit Nummer 5. Das Tier soll die weitgehende Freiheit haben zum Ausleben normaler Verhaltensmuster. Ja, da sehen Sie, dass in Tierwohl mehr drinnen steckt als Tierschutz. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, das ist natürlich auch ein bisschen tricky, ein bisschen schwierig. Wenn ich diese fünf Freiheiten jetzt an österreichischen Konsumenten zeige und sage, sollen wir Tiere so halten, dann wird der sagen, ja, das ist geil, super, genauso wünschen wir das. Nur, das sind natürlich Zieldimensionen. Und wo Ziele genannt werden, da kommt es zu Zielkonflikten. Um das ganz, ganz zugespitzt zu veranschaulichen, denken Sie an einen Hasen im Wald. Ein Hase im Wald kann machen, was ein Hase im Wald halt so macht. Ich habe keine Ahnung. Aber er hat Freiheit Nummer 5 völlig realisiert. Nur, wenn der Hase Schmerzen hat, wenn er krank ist, kommt keine Tierärztin. Wenn er Stress hat durch die Jagd, durch den Fuchs, da hilft ihm keiner. Ja, das heißt, es ist ein Abwägungsprozess. Bei einem Tier, das im Stall steht, ist es wahrscheinlich ein bisschen umgekehrt. Ne? Da kommt hoffentlich doch eine Tierärztin, wenn eine Krankheit da ist. Aber natürlich kann ein Tier im Stall nicht die absolute Freiheit zum Ausleben normaler Verhaltensmuster haben. Das wird in der Regel nicht gelingen. Also da kommt es zu Zielkonflikten. Und dann natürlich kann man sagen, nein, Leute, Tiere haben so viele Skills, Kompetenzen, Bedürfnisse und vor allem wollen Tiere am Leben bleiben. Deswegen sollten wir Tieren einen personenähnlichen Status zuerkennen. Dann ist die Tierhaltung, eigentlich jedwede Tierhaltung, so gut wie unmoralisch. Man kann es besser oder schlechter machen, aber es ist unmoralisch. Wenn ich zuvor gesagt habe, ja, ganz kurz, und dann natürlich muss ich eigentlich vegan leben, wenn ich einigermaßen kohärent sein möchte. Wenn ich zuvor gesagt habe, bei leidensfähiger Kreatur ist das Stichwort Tierschutz, bei gutem Leben ist das Stichwort Tierwohl, dann ist hier das Stichwort Tierrecht. Das sind drei verschiedene Konzepte. Jetzt können Sie für sich überlegen, wo Sie sich selber einordnen wollen. Aber das diskutieren wir jetzt nicht mal im Kopf. Was wir hingegen diskutieren ist, die Umfragen zeigen sehr, sehr deutlich, dass es einen gesellschaftlichen Shift gibt von Tierschutz zu Tierwohl. Ja, das heißt, die Menschen wollen Tierwohl, Tierschutz ist ihnen eigentlich zu wenig. Ich bin sogar in Debatten unterwegs, wo Tierschutz mittlerweile ein böses Schimpfwort ist.
du bist ja bloß ein Tierschützer. Das heißt, du bist da irgendwie auf der linken Seite dieser Slide hängen geblieben im 19. Jahrhundert. Du bist noch nicht in der Gegenwart angekommen. Gut, man sieht das unter anderem bei Umfragen. Schauen Sie bitte in die zweite Antwortmöglichkeit. Wenn wir Tiere nutzen, sollten wir ihnen ein gutes Leben ermöglichen. Ja, das heißt Tierwohl. Schauen Sie ganz nach unten. Der Mensch darf Tiere uneingeschränkt nutzen. Da haben Sie keine Zustimmungsraten mehr, die hoch sind. Und das wird Ihnen noch weiter wegbröckeln. Das wäre gewissermaßen die ganz linke Position. Das Tier als Gegenstand und Eigentum. So, Sie erinnern sich, These 2 war, die Ansprüche steigen. Was früher genügte, ist heute viel nicht mehr genug. Ich komme zur zweiten These. Die ist viel, viel kürzer. Und die dritte These auch. Der Konsument ist der Produktion von Lebensmitteln weitgehend entfremdet. Das heißt, wir haben wenig Wissen in der Gesellschaft über Landwirtschaft und wir haben wenig Bezug. Ich möchte das anhand von einer Beispielstudie ganz, ganz kurz abhandeln. Eine Studie aus Göttingen, von der Universität Göttingen. Da schickt man Wissenschaftler in einen Stall und wir stellen uns jetzt vor, ich kenne das Foto, ich habe das Foto nicht gefunden, aber wir fotografieren liegende Kühe in einem Stall. Okay, stellen Sie sich das vor, da liegen Kühe in einem Stall und es ist, um das vorwegzuschicken, eher ein guter Stall, also ein Vorzeigestall. Jetzt haben wir also ein Foto von liegenden Kühen und das zeigen wir dann verschiedenen Gruppen. Und Sie merken es an meiner plumpen dramaturgischen Hinführung, dass sich da ein Unterschied zeigt. Wir zeigen dieses Foto Bauern und fragen sie, wie geht es diesen Kühen auf diesem Bild? Und die Bauern tendieren in ihren Antworten dazu zu sagen, die Tiere sind entspannt. Denen geht's gut. Es passt doch alles. Ja? Die rasten sich da aus. Also die rasten nicht aus, sondern die rasten sich aus. Dasselbe Foto, also das identische Bild, zeigen wir Konsumenten, Konsumentinnen. Und viele von ihnen geben uns eine ganz andere Antwort, die sagen, ich glaube, die Tiere sind krank. Ich meine, warum liegen die denn da? Die liegen doch da. Da stimmt doch was nicht. Ja? Daran sieht man, wie unterschiedlich die Perspektive ist und daran sieht man auch die Entfremdung wahrscheinlich von Gesellschaft und Landwirtschaft. Hier ein Beispielbild aus der Studie. Sie können sich jetzt kurz überlegen, was die Schweine dort machen. Ich kürze es ab. Die Schweine beschäftigen sich, sie spielen. So würde man das zumindest mit veterinärmedizinischem Wissen wahrscheinlich beschreiben. Fast 80% der Landwirte gaben bei dieser offenen Frage, das ist nichts zum Ankreuzen, ja, sondern man muss schon selber drauf kommen, was man sagen möchte, an 80% der Bauern sagen, ah, die Tiere spielen. Fragen Sie mich nicht, was die anderen 20 angeben haben. Ich nehme an, dass das keine Schweinebauern waren. Die Konsumenten können das Bild nicht zuordnen. Ja, die tun sich extrem schwer, das irgendwie zu erkennen. Haben die Probleme? Sind die aggressiv? Wieso hat das eine den Mund offen? Das Maul offen? Nur 30% der Konsumenten kommen auf die Antwort, dass sie spielen. Und das zeigt die gesellschaftliche Entfremdung wahrscheinlich. Es zeigt natürlich auch etwas Wichtiges. Es ist verdammt schwer zu beurteilen, was Tiere in einem Stall tun und wie es Tiere in einem Stall geht. Vor allem dann, wenn man nicht Veterinärmedizin studiert hat oder wenn man nicht tagtäglich mit diesen Tieren zu tun hat. Die Konsequenzen aus dieser Studie übrigens, um das vorwegzuschicken, sind nicht humorig. Man kann jetzt irgendwie sagen, ha, sondern ziemlich viel Trotteln unterwegs. Aber die Konsequenzen sind nicht humorig, denn eigentlich ist eine Konsequenz, die ich da in meinem Buch ziehe, man kann Menschen mit Bildern aus der Landwirtschaft fast nicht mehr alleine lassen. Sie können ihren Stall fotografieren und sind der Meinung, das ist Best Practice. Besser als meinen Tieren kann es Tieren in einem Stall nicht gehen. Sie machen das Foto auf ihrem Facebook-Account öffentlich. Und das Foto wirkt vielleicht auf jemanden, der eine andere Perspektive hat, ganz, ganz anders. Denkt sich vielleicht, oh Gott, tierschutzrelevantes Vergehen. Also eine Problemanzeige. Wir kommen zur dritten These und vielleicht zur letzten. Mal schauen, ob mir noch Zeit bleibt. Jetzt habe ich viel über Tierwohl gesprochen und über die Menschen wünschen sich Klimaschutz und Umweltschutz. Und ich habe Ihre Gedanken bis hierher ins verschneite Salzburg gehört. Sie haben sich sicher gedacht, ja gut, was die Menschen in der Umfrage angeben und was die Menschen dann im Supermarkt machen, das sind zwei Paar Schuh. Und auch wenn wir das alle wissen und auch wenn niemand von uns dafür einen Ansatz hat, wie man das lösen kann, muss ich diesen Punkt natürlich der Vollständigkeit halber auch in meinem Vortrag berücksichtigen. Dritte These, gerade beim Thema Essen erleben wir die sogenannte Bürgerin-Konsumentin-Kluft oder die Amerikaner sagen Citizen-Consumer-Gap. Was bedeutet das?
Ja, mehr Tierwohl als Beispiel, aber wer zahlt dafür? Hier eine schöne Umfrage. Ich habe sie absichtlich nicht zitiert auf das Slide. Da werden Deutsche gefragt, wenn du Fleisch kaufst, worauf achtest du eigentlich? Also warum kaufst du dieses Fleisch und nicht jenes Fleisch? Und die Antworten sind einfach großartig. Man kann eigentlich nur lachen, wenn man es liest, denn sie sehen es. 18% haben in dieser Umfrage 18% haben in dieser Umfrage angegeben, dass sie auf den Preis wesentlich achten. Was kann man aus so einer Umfrage lernen? Ja, fast nichts, würde ich sagen. Fast nichts, aber zumindest vielleicht zwei Dinge. Verbraucherantworten und Verbraucherverhalten sind zwei Paar Schuhe. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht sagen, die Menschen da draußen sind so. Sie sind genauso. Ich bin genauso. Ja? Wir sind keine moralischen, tugendhaften Säulenheiligen, sondern wir haben bestimmte Werte, die geben wir auch an, aber wir leben nicht immer danach. Das kennzeichnet den Menschen. Kant hat geschrieben, der Mensch ist ein krummes Holz. So ganz was Gerades kannst du nicht draus zimmern. Das ist das eine, was wir daraus lernen. Und das andere, natürlich würde ich sagen, derartige Umfragen, also wenn wir Umfragen zu plump machen, derartige Umfragen sind in unserem Jahr wahrscheinlich oder in unserer Zeit wahrscheinlich sinnlos. Also wir müssen klügere Umfragen machen, wir müssen Menschen beobachten, wir müssen vielleicht sagen, Menschen, das sind Antwortmöglichkeiten, gewichtet sie oder dergleichen. Aber wenn wir Menschen zu plump fragen, dann bekommen wir etwas, was die Sozialwissenschaften sozial erwünschte Antwort nennt. Das bedeutet, ich spitze es anders zu, bringe mir ganz gerne das Beispiel, denken Sie jetzt an den dümmsten Österreicher, den Sie kennen. Und ich hoffe, er ist nicht hier im Chat. Der dümmste Österreicher, den Sie kennen, der weiß bei der Frage, ist dir Tierwohl und Klimaschutz und Nachhaltigkeit beim Einkaufen wichtig, was die sozial erwünschte Antwort ist. Dass die sozial erwünschte Antwort eben nicht ist, naja, ich fahre jedes Wochenende zu meinem Discounter und kaufe dort Fleisch in rauen Mengen ein, Hauptsache günstig und bergeweiß, sondern der dümmste Mitbürger weiß mittlerweile, was die sozial erwünschte Antwort ist, also die Antwort, bei der er in einem guten Licht dasteht, nämlich, also ich kaufe Fleisch nur ganz, ganz selten am Wochenmarkt, am Samstag, da habe ich einen Metzger und Landwirt meines Vertrauens, da fahre ich mit dem Rad hin, nicht mit dem Auto, kaufe dann Fleisch in homöopathischer Dosis zu Apothekerpreisen, dann rede ich mit meinem Metzger des Vertrauens nach 30 Minuten über Nachhaltigkeit und dann radle ich wieder heim. Das ist die sozial erwünschte Antwort. Und wenn wir Menschen zu plump fragen, dann kriegen wir genau diese Antwort und nichts anderes. Aber die Wissenschaft kann natürlich schon sehr genau sehen, wer wie einkauft. Wir müssen es halt einfach nur beobachten, zum Beispiel. Wir dürfen Menschen nicht am Telefon in zu plumpen umfragen. Danach Fragen. Gut, wir haben gesehen, warum nennt man das Consumer Citizen Gap? Das wünscht sich der Bürger. Also als Bürger weiß ich, hey, ich brauche Essen, das soll mir schmecken, Grundbedürfnisse, ich soll satt sein. Und drei wichtige Wertvorstellungen unserer Zeit, Umwelt- und Klimaschutz, können Sie unter Nachhaltigkeit zusammenfassen. Es geht um Tierwohl oder Tierschutz, es geht um Umwelt und es geht um Klima. Aber als Verbraucher zahlt er dann doch meistens nur für das Erste, also fürs Essen. Und nicht immer zumindest, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, nicht immer auch für die Wertvorstellungen. Und deswegen Consumer Citizen Gap. Also da ist eine Kluft zwischen dem, was der Bürger, was wir als Bürger uns wünschen und das, was wir als Verbraucher dann tun. Ich spitze das mal ganz polemisch zu und sage, der durchschnittliche Bürger braucht derzeit zwei Formen der Landwirtschaft, eine für die Geldbörse und eine fürs Gemüt. Aber bei aller Polemik, bei allem Zynismus müssen wir festhalten, das ist ein wichtiger Punkt, weil zynisch sein kann jeder. Es gibt eine größer werdende Gruppe an Menschen, die tatsächlich bereit sind, mehr Geld für Nahrungsmittel auszugeben, wenn bestimmte Werte realisiert sind. Die gibt's. Ich glaube nicht, dass das 80-90% in einer Gesellschaft sind oder sein werden, aber die gibt's und die sind natürlich ein interessantes Klientel für eine bestimmte Form der Landwirtschaft. Die gibt's und die werden mehr. Gut, das Problem bei Tierwohl. Ich habe noch ungefähr 15 Minuten. Um die Organisation zu beruhigen, sage ich das manchmal. Also ich habe die Uhr ein bisschen im Blick. Das Problem mit Tierwohl, um beim Thema Tierwohl als Beispiel zu bleiben, wir könnten selbe Begrifflichkeiten und selbe Probleme auch über den Ackerbau finden, ist unter anderem das Folgende. Es ist komplex. Das versteht nicht jeder. Ich verstehe es nicht. Habe nicht Veterinärmedizin studiert. Ist schwierig. Tierwohl lässt sich nicht auf einen Aspekt reduzieren, zum Beispiel auf die Haltungsform oder wenn man sagt,
in diesem Stall ist sicher Tierwohl und in diesem Stall ist sicher nicht Tierwohl, dann machen wir es uns zu einfach. Mario hat vorher in der Nachhaltigkeit-Talks darüber gesprochen und auch andere Referenten sind darauf eingekommen, das wäre zu schwarz-weiß. Viele Faktoren beeinflussen das Tierwohl. Man kann aber schon sagen, ne? Also ich kenne viele Studien aus der Veterinärmedizin, man kann aber schon sagen, was der wichtigste Faktor ist. Ob in einem Stall Tierwohl gegeben ist oder nicht. Denken Sie ganz kurz nach, was Ihre Antwort wäre. Es könnte der Stall sein, aber ich habe es jetzt schon gespoilert, dass es der Stall nicht wirklich ist. Fütterung, biokonventionell könnten Sie vielleicht denken, aber dann denken Sie viel zu kompliziert. Es gibt einen Faktor, der extrem wichtig ist und der wahrscheinlich der wichtigste. Es ist der Bauer, die Bäuerin. Die Engländer und Amerikaner haben dafür sogar einen eigenen Begriff, das sogenannte Stockmanship. Ob es Tieren gut geht, das können wir auch bei Nachhaltigkeit machen, ob Nachhaltigkeit an einem Hof irgendwie tatsächlich realistisch realisiert wird, hat ganz, ganz viel mit den handelnden Personen zu tun. Mit wem denn auch sonst? Hat es der Landwirt drauf oder nicht? Hat er die Skills oder nicht? Hat die Landwirtin dafür eine Sensibilität oder nicht? Ist das eine Herzensangelegenheit oder nicht? Das Problem dabei ist natürlich, das klingt jetzt so nach einer Wohlfühlmessage. Nein, es kommt auf den Bauern und die Bäuerin drauf an. Das stimmt. Das ist auch irgendwie eine Wohlfühlmessage. Aber das Problem ist, möchte ich nicht verschweigen, das können Sie nicht labeln. Wir können nicht im Billa im Spar hinschreiben, das ist aber ein guter Bauer und das ist einer, der ist ein bisschen schleißig. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen schon Kriterien, mit denen wir arbeiten, weil anders können wir nicht Nachhaltigkeit zum Beispiel beurteilen. Aber de facto kommt es auf die handelnden Personen meistens drauf an. Verzeihen Sie. So, also was haben wir? Wir haben viele Faktoren. Wir haben wenig gesellschaftliches Wissen. Wir haben eine gesellschaftliche Verwirrung in vielen Punkten. Und deswegen, ich biege schon langsam in die Zielgerade ein, keine Sorge, kann man das auch so zusammenfassen. Der Konsument hat wenig Ahnung, die Konsumentin auch. Und wer keine Ahnung hat, der muss, Sie denken sich jetzt, die Fresse halten, und das stimmt auch. Bei vielen, vielen Gelegenheiten bin ich der Meinung, es ist ja kein Problem, wie ich es zuvor gesagt habe, es ist für mich kein Problem, wenn jemand bestimmte Werte hat und nicht immer danach handelt. Wir sind keine Heiligen. Problematisch wird es aber dann, wenn jemand natürlich den Mund groß aufmacht und vieles kritisiert. Und da sind wir wieder bei der Ethik. Ethik ist nicht so sehr der moralische Fingerzeig auf den anderen und sagt, du musst es aber anders machen. Ethik ist für mich, das sind wir bei der Antike, Selbstreflexion. Ich denke über mich selbst nach. Komme ich, was sind meine Werte, wer bin ich, wer möchte ich sein und komme ich diesen Werten dann tatsächlich irgendwie nahe in meiner Lebensgestaltung. So, war eine Fußnote. Wir sind jetzt nochmal beim Konsumenten und der Konsumentin, die wenig Ahnung haben. Was müssen die dann? Und das ist ein Grundkennzeichen unserer gesamten Gesellschaft. Das betrifft jetzt nicht nur die Landwirtschaft. Der Schlüssel ist hier Vertrauen. Niklas Luhmann, ein großer deutscher Soziologe, Sozialphilosoph, sagt, Vertrauen ist eigentlich mitunter fast das Wichtigste und natürlich auch dann Misstrauen in einer modernen Technologiegesellschaft. Warum? Weil unsere Gesellschaften unglaublich komplex sind. Wir können nicht alles kontrollieren. Wir sind verdammt viele Menschen. Wir können nicht alles kontrollieren und wir können nicht alles verstehen. Sie können nicht bei jeder neuen Technik, bei jedem Lebensbereich, der für Sie wichtig ist, sagen, also mache ich das Studium, das muss ich alles total verstehen. Das wird Ihnen nicht möglich sein. Da werden Sie vorher sterben. Das heißt, ein Umgang mit dieser Unsicherheit, mit dieser Komplexität, mit diesen komplizierten Technologien ist Vertrauen. Wir müssen Menschen vertrauen. Und deswegen, also, oder Misstrauen. Wir müssen abwägen, wollen wir vertrauen oder nicht. So, das ist natürlich extrem schwierig, jetzt zu definieren, wann vertrauen Menschen eigentlich einem bestimmten Produkt oder zum Beispiel einem anderen Menschen? Also zum Beispiel, wann vertraut ein Konsument dem Bauern der Bäuerin? Aber es geht letztlich um Vertrauen. Immer wenn Sie hören, wir brauchen mehr Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Kommunikation alleine wird nichts bringen, sondern es geht ja um vertrauenserweckende Kommunikation. Jetzt möchte ich Sie nicht anlügen, es gibt keine einfache Antwort darauf, wann Menschen einem anderen Menschen vertrauen. Aber ich probiere es trotzdem auf einer Slide. Okay, was führt zu Vertrauen in bestimmten Produkten? Oder wir stellen uns jetzt vor, wir haben eine Konsumentin, wir haben eine Bäuerin. Was muss ihr unter anderem passieren, dass diese Konsumentin der Bäuerin vertraut, dass die ihren Job gut macht? Zum einen muss die Bäuerin Werte realisieren, die der anderen Person wichtig ist. Das ist immer das Um und Auf. Nicht? Wenn ich der Meinung bin, hey, ich habe der Person
die hat ganz andere Werte als ich. Dann werde ich gar nicht überlegen, ob ich der vertraue oder nicht, denn dann weiß ich das, das interessiert mich gar nicht. Also Werte, Konsens, sagen dann die Soziologen, muss irgendwie so das Gefühl haben, der ist dasselbe wichtig wie mir. Wahrhafte Kommunikation, das, was ich sage, muss stimmen. Sie kennen das Problem bei Vertrauen, vielleicht wenn Sie in Beziehungen sind. Vertrauen baut sich langsam auf, aber es geht nicht langsam weg, sondern es geht mit einem Fingerschnipsen weg. Wenn ich erwischt werde bei einer unwahrhaften Kommunikation, dann ist das Vertrauen schon erodiert und ich habe Misstrauen hier. Das, was ich sage, muss stimmen. Langfristigkeit, zugespitzt, wenn ich jetzt da einen Bauern habe, der sagt, seit 1970 überlege ich mir wirklich, wie ich meinen Betrieb nachhaltig führen kann. Und einen anderen Bauern, der sagt, ja, seit letzten Dienstag mache ich das auch. Dann kann ich Ihnen sagen, wo das gesellschaftliche Vertrauen hintendiert zu jener Person, die diese Werte, die da so wichtig sind, langfristig verfolgt. Probleme nicht kaschieren. Ich glaube, wenn ich mir erlauben darf, die Landwirtschaft zu kritisieren, ich glaube, da hat die Landwirtschaft schon auch ein bisschen was falsch gemacht in den letzten Jahrzehnten. Nichts erhöht die Glaubwürdigkeit mehr, als wenn jemand über die eigenen Schwierigkeiten auch spricht. Oder andersrum, nichts führt zu mehr Misstrauen, als wenn jemand Ihnen sagt, also bei uns ist alles in Ordnung, da gibt es kein einziges Problem bei uns. Wenn das jemand zu Ihnen sagt, dann werden Sie doch misstrauisch, oder? Zu Recht. Weil in jedem Betrieb, in jedem Bereich, in jeder Produktionsform, wir brauchen nicht nur über Landwirtschaft reden, gibt es Probleme. Und diese Probleme sollte man nicht kaschieren. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, diese Probleme muss man selbstständig, ich würde sogar sagen aggressiv, aber sagen wir mal proaktiv zum Thema machen. Wenn ich das nicht zum Thema mache, dann werden es andere machen. Und dann haben aber die das Vertrauen und nicht ich. Ja? Also es gibt überall Probleme, über die muss man nachdenken, die muss man erkennen, man muss sie angehen und man muss sie auch zum Thema machen. Dialog führen und ernst nehmen, ich weiß, das ist eine Phrase, aber ohne Kommunikation wird es dann auch nicht gehen. Kommunikation verändert und verbessert nicht alles, nicht falsch verstehen, aber ohne Kommunikation wird wahrscheinlich alles schlimmer. Insofern braucht es einen Dialog und ernst nehmen bedeutet da für mich, ich habe viele Studien dazu gemacht und da kommt schon auch immer bei den Antworten, wie Bauern und Bäuerinnen Dialog verstehen. Nicht alle, nicht falsch verstehen. Ja? Aber schon auch, Sie können das nachlesen in meinen Papers, oft dieser Ansatz, naja, da ist die dumme Gesellschaft und ich bin der Experte, ich erkläre den Trotteln mal, was Sache ist. Jetzt oberösterreichisch zugespitzt. Das kann man so machen und es ist ein bisschen problematisch, weil der Bauer ist ja wirklich der Experte. Aber natürlich, wenn ich mit dieser Einstellung reingehe, dann wird Kommunikation nicht so furchtbar fruchten, nehme ich mal an. Also Dialog führen, aber natürlich immer sagen, ich bin Experte, aber der andere hat vielleicht auch großartige Ideen, ich muss ihm schon mal zuhören. Diesen Dialog führen, auf das werde ich jetzt die letzten 4 Minuten noch ein bisschen eingehen. Unter anderem wäre da ein Punkt, der für mich ganz, ganz essentiell ist, also wenn ich jemandem was raten darf, Sie können das natürlich machen, wie Sie wollen, glaube ich, muss die Landwirtschaft mehr und mehr verstehen, Agrarkommunikation, also Kommunikation über Landwirtschaft, ist nicht nur eine Aufgabe, die der Verband, irgendein Bund, irgendein Verein macht, sondern es ist eine Aufgabe des einzelnen Landwirts, der einzelnen Landwirtin. Da muss man eigentlich sagen, genau, die Frauen haben das oft eh besser verstanden als die Männer schon in den letzten 20, 30 Jahren, wenn ich mir da viele landwirtschaftliche Veranstaltungen so durch den Kopf gehen lasse. Um das ein bisschen empirisch abzusichern, da gibt es eine schöne Studie. Da sagt man zu Menschen, denken Sie mal an Landwirte allgemein. Arbeiten die hart? Und 83% sagen ja. Oder denken Sie an die Landwirte allgemein? Verstehen die etwas von ihrem Beruf? Und 71% sagen ja. Oder sagen wahrscheinlich, ich verstehe zwar mehr von seinem Beruf, aber versteht auch was. Wenn wir Leute anders fragen, nämlich denken Sie jetzt an einen Landwirt, den Sie persönlich kennen, dann ist die Zustimmungsrate bei derartigen Fragen weit, weit höher. Sie sehen hier die Kluft von vielen, vielen Prozenten. Und ich glaube, daran sieht man schon, was passiert da nämlich? Wenn ich jemanden frage, denk an einen Landwirt, eine Landwirtin, die du persönlich kennst, dann denkt man meistens an jemanden, der sein Salz wert ist. Ja, vielleicht in Ausnahmefällen auch an jemanden, der ihn wirklich geärgert hat, aber meistens denkt man dann an jemanden, den man gut findet. Und dann ist man natürlich auch nicht mehr so anfällig für Pauschalierungen. Also denken Sie an Lehrer. Wenn es wieder heißt, Boulevardzeitung, Lehrer werden doch diesen Job nur studieren und
ausführen, weil sie so lange Ferien haben wollen. Und sie kennen eine Lehrerin, die sich aufreibt, die diesen Job lebt, die bis Mitternacht an ihren Schularbeiten Verbesserungen sitzt, weil sie so brennt für ihren Beruf. Dann sind sie für so boulevardeske Pauschalierungen nicht mehr so anfällig. Und das passiert natürlich mit Blick auf Landwirtschaft auch. Das bedeutet, es macht einen Unterschied, ob ein Österreicher, eine Österreicherin am Bauern oder Bäuerin persönlich kennt. Und damit sind all die Kommunikationsinitiativen, die mühsam sind, die nervig sind, die Zeit kosten und die nicht immer funktionieren, zum Beispiel Tag der offenen Stalltür, Hofführungen, Hofladen sowieso, großartiger Ort für Kommunikation. Das ist alles extrem anstrengend, aber es ist halt, wenn es um Kommunikation und Vertrauen geht, wenn es um Werte geht, ist das noch immer der Königsweg für Kommunikation. Damit erreichen Sie Menschen viel, viel besser und nachhaltiger, jetzt in einem anderen Sinn, als mit irgendeiner massenmedialen Kampagne. Das bedeutet nicht, dass die andere Kommunikation nicht auch wichtig wäre. Aber Agrarkommunikation ist auch und besonders eine Forderung und Herausforderung für einzelne Landwirte, einzelne Landwirtinnen. So, ich habe noch eine Minute, die nütze ich auch noch. Ich bin jetzt so dreist, liebes Organisationsteam, und sage, Dialog führen, ein Beispiel wäre für mich auch, dass wir junge Landwirtinnen und Landwirte besser, stärker darauf vorbereiten müssen, dass sie einen Beruf haben, der ethisch relevant ist, gesellschaftlich umstritten ist. Und zwar, damit sie den Beruf noch besser ausführen können, damit sie selbstkritisch reflektieren können, wer bin ich, wer möchte ich sein, aber auch, um dann in den Debatten der Gesellschaft besser mitmischen zu können. Fast die letzte Slide. Ein Beispiel wäre für mich, wenn ich heute mit Tieren, der Schlachtung von Tieren, mein Geld verdiene und jemand kommt an meine Stallecke und sagt, wie kannst du das eigentlich rechtfertigen? Wieso findest du das moralisch irgendwie okay, dass wir Tiere halten, schlachten und dann essen? Dann bin ich der Meinung, dass jeder Landwirt, jede Landwirtin eine gute Antwort haben sollte. Wirklich, und diese Antwort kann man nicht irgendwie auswendig lernen, aber es gehört zum Beruf dazu, würde ich mal behaupten, dass ich mit so einer Person dann, wenn die Frage höflich und sachlich vorgetragen wird, dann muss ich da eine Antwort haben. Das ist ein Zitat aus meinem Buch, das ich Ihnen gleich noch vorstellen werde, wenn ich darf, also nur das Cover. Ich habe da viele, viele Zuschriften bekommen von Bauern und Bäuerinnen, auch viele sehr, sehr grantige Zuschriften, um das mal so zu sagen, die das überhaupt nicht so sehen. Aber ich würde sagen, doch, das muss man. Und übrigens auch der Konsument, der Fleisch konsumiert zum Beispiel, muss da irgendwie eine Antwort haben. Und diese Antwort kann man nicht irgendwo nachlesen oder vorgeben oder was weiß ich. Über die muss man selbst nachgedacht haben und dann muss man eine Antwort geben können. Gut, meine Zeit ist um. Ich erlaube mir noch den kurzen Hinweis. Ich habe mehrmals in meinem Vortrag auf ein Buch angespielt. Ich habe im Lockdown 1, was man halt so macht, meine Gedanken und die Vorträge, die Mario zuvor angesprochen hat, mal zusammengeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich brauche sowieso ein Skriptum für meine Studierenden an der FH Wieselburg. Und dieses Skriptum habe ich dann im Selbstpublikationsverlag, Self-Publishing, wie man es heutzutage nennt, herausgebracht. Das heißt Ethik für die Landwirtschaft, das philosophische Bauernjahr. Bauernjahr, warum? Weil es 12 Kapitel hat, also wie 12 Monate. Und man kann die Kapitel einzeln lesen. Ich dachte mir, Bauern und Bäuerinnen sind so viel beschäftigte Menschen, die müssen dann nicht alles durchlesen, meine Studenten schon. Sie sehen, es geht da nicht nur um Tierethik. Kapitel 4 wäre ein bisschen Nachhaltigkeit, sondern auch Landwirtschaft 4.0. Warum essen wir, was wir essen? Oder auch Kapitel 11, mehr Kommunikation, aber wie? Wo ich so 12 Thesen oder 11 Thesen aufstelle. Wie Agrarkommunikation vielleicht ein Stück weit besser gelingen kann, sind nur Vorschläge, keine Weisheiten. An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank. Wen das interessiert, Sie finden das Buch nicht im klassischen Buchhandel. Manche Seiten haben es. Man kann es bei mir kaufen, man kann es auch beim bösen Amazon kaufen. Wen das interessiert, das Buch ist keine fachphilosophische Arbeit, sondern ich habe es bewusst für Landwirtinnen und Landwirte geschrieben, die sich für diese Themen interessieren. Vielen herzlichen Dank. Schade, dass wir uns jetzt nicht auf ein Bier treffen können, aber ich gebe zurück zu Mario, wo ich noch eine ganz wichtige Sache sagen muss. Ich war jetzt einfach so dreist und war bei du mit dir und das heißt, du solltest das auch machen. Vielen Dank. Christian, den Ball greife ich gerne auf. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deinen Vortrag. Darf ich kleine Frage zurückschicken nach Salzburg? Da drängt sich ein riesen Bildungsauftrag auf. Verstehe ich das richtig? Das heißt, wir müssen aufklären, kommunizieren, erzählen.
von der Schule weg. Wie funktioniert das? Wie produziert man Fleisch? All das müssen wir besser nach draußen bringen im Sinne von Verständnis und Anerkennung. Ja und nein. Also ich schreibe in diesem Buch auch, die Agrarbubble denkt zurzeit, das ist jetzt ein bisschen ein fieser Gedanke, eigentlich fast noch zu schnell an die Kommunikation, weil dann oft sowas rauskommt wie, ja, wir machen eigentlich dasselbe weiter wie bisher, aber wir machen es mit einem schönen PR-Marschall und kommunizieren es halt besser. Und wenn das der Ansatz ist, dann wird es wahrscheinlich zu wenig sein, weil die gesellschaftliche Erwartungshaltung sich verändert. Aber, und das ist jetzt das lautstarke Ja, ja, ich meine, wir haben Landwirtschaft viele, viele Jahrzehnte jetzt als zu selbstverständlich genommen. Wir alle tun es noch immer, nach wie vor, würde ich mal behaupten. Und jetzt kommt es immer mehr in den Fokus. Warum? Weil in der Landwirtschaft so viele Fäden zusammenlaufen, die für unsere Gesellschaft ganz, ganz wichtig sind. Und da muss man natürlich auch mehr darüber kommunizieren von der Landwirtschaft. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir sagen, die sollen nur die Idylle im Marketing sehen oder nur den Skandal auf den Titelseiten der Zeitung, sondern die müssen, du hast es vorher selber gesagt, die vielfältige Realität dazwischen kennenlernen. Weil sonst sinkt die Unkenntnis und steigt die Verwirrung. Unkenntnis. Das Thema Kommunikation, wir in unserem Feld greifen das natürlich gern auf. Wir versuchen mit dem Wissensforum Bauernnetzwerk.at einen Beitrag dazu zu leisten, was aufzuklären. Heute gelingt es viel besser durch dieses Online-Format, das uns aufgezwungen wurde. Aber wir kommen natürlich dadurch viel besser nach draußen. Weil bisher hatten wir 70, 100 Leute in einem Raum. Das war die Community, die quasi da war. Wir haben natürlich berichtet dann drüber in Berichten, meistens textlich und so weiter. Heute hat jeder die Möglichkeit, da reinzuschauen. Und da dürfen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ein kleiner Sidestep von mir nur in Richtung der Politik. Du hattest ganz zu Beginn ein Cover der Zeit mit dabei und ich habe kürzlich in der Zeit auch zum Thema Landwirtschaft was gelesen, auch natürlich schon in Vorbereitung auf heute. Und dort waren die irgendwie der Meinung, dass jetzt ein gutes politisches Zeitfenster für Veränderung ist, weil diese GAP gerade wieder diskutiert wird und neu entschieden wird. Wie wichtig ist dieses politische Fenster, beziehungsweise ist es wichtig, wie lange es offen ist? Brauchen wir auch die Politik dazu, beziehungsweise was können wir danach auch wieder selber gut machen? Ich glaube, wo ein gesellschaftlicher Wille da ist immer ein politisches Fenster offen. Das muss man einfach so sagen. Ja? Ganz wichtiger Punkt, GAP, ist natürlich ein Problem, das uns die ganze Zeit beschäftigt. Wenn wir über Landwirtschaft nachdenken, können wir nicht so tun, als wären wir eine Insel, sondern wir hängen, Gott sei Dank, ich bin ein großer Freund der EU, wir hängen in der EU drinnen. Sollen wir auch bleiben, bitte, weiterhin. Aber das heißt, es ist natürlich immer die Schwierigkeit. Ich habe ja Julia Klöckner letztes Jahr zum Beispiel getroffen, die kann das aus eigener Anschauung natürlich viel, viel besser erzählen als wir Nicht-Politiker. Es ist extrem schwierig, auch wenn wir in Österreich der Meinung sind, jetzt müssen wir dieses oder jenes ändern, braucht es dafür EU-weite gemeinsame Lösungen, weil sonst haben wir immer so ein bisschen die Gefahr, dass wir in Österreich an einer Schraube drehen und unseren Landwirten wird damit das Leben eigentlich schwerer gemacht. Die Leute hören aber nicht auf, Fleisch zu essen, sondern wir importieren es dann. Genau, aber wo ein gesellschaftlicher Wille ist, da ist ein Fenster offen, auch wenn es auf Ebene der EU, da brauchen wir uns nicht anlügen, extrem kompliziert ist, weil der gesellschaftliche Wille in verschiedene Richtungen geht. Ne? Da gibt es Länder, die sagen, hey, wir intensivieren unsere Landwirtschaft gerade, wir wollen das weiterhin machen. Alles schön und gut, was die Österreicher oder die österreichische Bevölkerung sich da teilweise wünscht. Wir haben andere Vorstellungen. Insofern ist das kompliziert, aber nichtsdestotrotz ist die Politik gefordert. Ich bin kein Fan davon zu sagen, wir müssen die Menschen nur zu tugendhaften Konsumenten, Konsumentinnen erziehen, dann ist alles gut. Warum? Das wird nicht passieren. Wir werden nicht alle ökologische Säulenheilige. Deswegen dürfen wir nicht nur von unten kommen und sagen, ja, die Menschen müssen besser einkaufen. Nein, wenn wir scheitern, dass wir unsere Werte realisieren, dann müssen wir auch von oben kommen. Dann müssen wir sagen, ändern wir politisch was. Christian, vielen Dank an dieser Stelle. In den Kommentaren gibt es keine Fragen mehr, nur höchstes Lob, beeindruckender Vortrag, super Vortrag, danke dafür, sehr interessante Sichtweisen, die zum Denken anregen, schreibt ein sehr innovativer Bauer aus unserer Region. Mit diesen Kommentaren gebe ich dich zurück in dein Umfeld und wünsche euch, dass ihr da gut auskurieren könnt und möglichst bald wieder auch das Haus alle verlassen könnt. Schön, dass du trotzdem heute da warst über diesen digitalen Kanal und egal wie das jetzt mit Lockdown noch lange dauert, ich weiß, welches Buch ich als nächstes lese, Ethik für die Landwirtschaft von Christian Thürnberger. Vielen Dank, schönen Nachmittag. Vielen Dank.